Ja, Leute, da wären wir einmal mehr mit diesem Blick auf die Map wieder zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Infinity. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir jetzt fortfahren. Ich bräuchte eigentlich erstmal Essen. Denn davon sehe ich derzeit sehr wenig im Inventar. Ich habe auch nicht gestreamt. Ich dachte mir, ich hätte das zwar jetzt machen können, aber es ist wohl besser, wenn ich das weglasse. Denn ich möchte nicht wieder so unter Druck geraten nachher, dass ich die Folge schnell abschließen muss oder so, sondern lieber habe ich die schon fertig und dann gucke ich mal, was ich danach noch hinkriege, eventuell Infinity Stream oder aber auch Snow Village, das ist dann die Frage. Zurzeit wäre es ja durchaus wichtig, dass ich in Snow Village genauso vorankomme, aber Infinity geht in dem Fall natürlich vor, weil das nun schon bald kommen muss. In letzter Zeit kriege ich das eben leider immer schlechter hin, wieder mal die Folgen pünktlich aufzunehmen. Ich hätte eigentlich gerne letzte Woche noch eine zweite direkt gemacht, denn die Gelegenheit war ganz gut. Ich hatte ja da meinen Vormittag mir freigenommen oder Zeit genommen, um auch wirklich konzentriert mehrere Aufnahmen hintereinander zu machen und Streams zwischendurch. Das bedeutet, ich habe das Ganze ausgenutzt und sogar 3 Streams geschafft, also 2 von Snow Village und einen hiervon, also damit war ich echt zufrieden im Nachhinein. Leider gelingen mir solche Sessions viel zu selten in letzter Zeit. Generell komme ich relativ schlecht zum Aufnehmen, ich hatte es in Hexit schon erklärt. Das liegt eben alles hauptsächlich an der Thematik rund um TinyCA10 und ich bin so froh, wenn ich das endlich los bin. Denn das Ganze wird zum Beispiel heute oder morgen wieder zum Problem, denn ich muss mich entscheiden, ob ich heute Abend noch schneide oder morgen früh erst. Und in beiden Fällen habe ich halt Nachteile. Wenn ich heute Abend das mache, bin ich viel zu müde währenddessen und schlafe wahrscheinlich 3-mal ein bzw. brauche viel zu lange. Wenn ich aber mich morgen früh erst dran setze, habe ich wieder die Zeit zu sehr im Nacken und weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Also das ist alles scheiße irgendwie, wenn man immer genau die Zeiten einhalten will, zu denen das kommen soll. Beziehungsweise morgen wäre es so oder so blöd, denn da weiß ich überhaupt noch nicht, wann ich nach meinem Unterricht, den ich ja habe, dazu kommen würde zu schneiden, ob ich dann noch fit genug bin und was zwischendurch anderweitig anliegt, das kann ja sehr stark variieren teilweise. Manchmal weiß man das auch nicht vorher und deswegen ist es ganz gut, wenn man eben nicht mehr so ein Thema noch im Nacken hat die ganze Zeit. Weißt du, dass du dir nur Sorgen machen musst, oh, wie machst du das jetzt und kannst du da noch irgendwo einen Zeitraum finden, wo du mal schneidest oder weißt du, immer musst du dir irgendwas einfallen lassen und ich komme auch nicht dazu, mal entspannt die Solo-Aufnahmen, die ja auch auf jeden Fall dran wären zu schneiden, fertigzustellen, denn da sieht's ähnlich aus, dass ich halt aufgrund der Together-Folgen nicht weiß, wann ich das noch unterbringen kann, ne? Und das zieht sich so durch, alle Bereiche sind betroffen. Vieles muss man in irgendeiner Form zurückstellen und da frage ich mich, wie ich das zum Beispiel im Februar machen will. Da habe ich nämlich sehr viele Termine, das weiß ich jetzt schon. Genauso wie im März, da kann es sein, dass noch ein Praktikum dazukommt, das ich mal wieder anvisiere. Ich weiß noch nicht, ob das klappt, das sind alles so ein paar Fragen, die offen sind. Aber wenn es funktioniert, dann würde es wahrscheinlich wieder so ablaufen wie einmal im März und einmal im September 2022. Das war jeweils ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, dass man da jeden Tag irgendwie die Zeit sich frei hält. Ich weiß auch noch, wie ich damals teilweise an Top Attack Folgen zu schneiden hatte und fast verzweifelt daran bin, na gut, so schlimm war es nicht, aber es war durchaus eine ähnliche Situation wie jetzt, dass du dir jeden Tag irgendwie Gedanken machen musst, boah scheiße, jetzt musst du die Stunde aber auch noch unbedingt dafür nutzen, sonst kommst du das gar nicht mehr hin. Und das ist dann alles so auf Kante genäht, ich kann das nicht mehr haben, ohne Witz, also da gehst du dran, wirst du verrückt, einfach nur. Ich weiß auch nicht, ob ich nebenbei noch über ein Thema reden kann. Zurzeit habe ich nicht so viele Einfälle, was das angeht. Deswegen rede ich gerade immer mal nur das, was mir spontan einfällt. Ich meine, es gibt zwar ein paar größere Themen, die ich eigentlich anschneiden könnte und wo ich jetzt auch loslegen könnte, aber das Problem ist, dass ich das jetzt nicht mal eben so hier hinkriege. Da will ich mich noch etwas genauer mit auseinandersetzen und das am besten auch in anderen Serien teilweise einstreuen. Zum Beispiel habe ich schon eine Idee für Tiny Aura 6, denn da habe ich ja schon in der letzten Folge, die gekommen ist, ein bisschen was angedeutet. Ich wollte darüber weiterreden und mal meine Sichtweise schildern. Auch zu ein paar Dingen, die ich bezüglich dieses Themas im weiteren Sinne auf Twitter gefunden habe.
Das hat mir nämlich auch noch mal etwas gezeigt und da muss ich definitiv mal irgendwas loswerden, denn das kann ich so nicht stehen lassen, unkommentiert. Obwohl es da jetzt nicht primär um die Sachen auf Twitter zum Beispiel geht, sondern allgemein um die Thematik. Da möchte ich halt mal das ein oder andere sagen, denn ich empfinde es schon als wichtig, dass man da definitiv aufpasst in dem Bereich. Aber gut, bevor ich jetzt hier zu sehr anfange, würde ich sagen, dass ich das lieber in der Extra-Folge entsprechend anschneide, wo ich jetzt eingeplant habe. Und ihr sollt jetzt eigentlich nur mal verstehen, anhand dieses Beispiels, dass es durchaus nicht immer ganz einfach ist, die Themen ordentlich aufzuteilen und am Ende auch noch was übrig zu haben, für Infinity beispielsweise. Denn wenn wir mal ehrlich beobachten, muss man ja schon feststellen, dass ich in vielen Folgen hier darauf verzichte, ein Thema extra anzusprechen und eher so vor mich hin irgendwie was erzähle. Während ich hoffe, dass das Hand und Fuß bekommt. Manchmal funktioniert das, da fällt mir ganz gut was ein, wo ich denke, ah stimmt, auf den Aspekt bin ich noch gar nicht eingegangen. Dass man ein bisschen das Thema ausbreitet in eine andere Richtung und auch den Horizont dahingehend erweitert, aber heute habe ich das Gefühl, dass das wieder eher nur so allgemeines Zeug ist. Genauso wie schon in der Hexit-Folge, weil das entsteht halt immer dann, wenn ich dazu gezwungen bin, relativ kurzfristig irgendwas hinzukriegen und die Folge fertig zu machen. Denn eigentlich könnte ich mir sagen, wenn ich jetzt gar keinen Zeitdruck hätte, dass ich erstmal ein paar Wochen lang in der aktuellen Situation keine Folge Infinity weiter aufnehme und vielleicht auf einen Livestream warte, wenn ich irgendwann eine Gelegenheit habe. Demnächst muss ich eh auch wieder schauen, wie das mit League of Legends wird dieses Jahr. Und letztens habe ich sogar mal überlegt, ob in dem letzten Jahr überhaupt was stattgefunden hatte. Denn wenn das komplett ausgefallen wäre, hätte es mich schon geärgert. Allerdings ist es so gewesen, dass zum Glück wenigstens zwei Livestreams vorhanden sind von League of Legends aus dem Jahr 2022, beziehungsweise wenn man den vom Februar zum Beispiel noch dazu zählen will, dann okay, aber ich rede jetzt sozusagen von der neuen Saison, denn ich habe ja zwischen Februar und Dezember gar nichts gemacht in die Richtung, erst dann vor Weihnachten wieder angefangen. Und das ist ja so eine typische Zeit, das möchte ich natürlich auch dieses Jahr festhalten, denn das ist schon eine kleine Tradition seit 8 Jahren mittlerweile, dass ich immer dann League of Legends wieder streame oder überhaupt da aktiv werde. 2015 habe ich ja noch gar nicht gelivestreamt, genauso wie 2016, aber 2015 habe ich zum Beispiel meine erste Folge League of Legends aufgenommen, damals für den Textmark-Kanal, 2016 dann auch wieder vermehrt neue Videos und Ende 2017 habe ich dann, soweit ich weiß, mit den Livestreams angefangen, aber ich kann mich auch nicht mehr so ganz genau erinnern, wie das da ablief. Ich habe ja auch nicht mehr so einfach Zugriff auf die entsprechenden Streams, denn dazu muss ich auf Twitch gucken und da bin ich eigentlich nie unterwegs, auch auf meinem eigenen Kanal schaue ich kaum rein, was da gewesen ist, sondern wenn ich mal irgendwie was über alte Livestreams erfahren will, dann gucke ich auf meinem YouTube-Kanal dazu. Allerdings geht das Archiv nur bis ungefähr März 2019, wenn ich mich richtig erinnere. Dann ist eben Schluss und für alles Ältere muss man entsprechend auf Twitch ausweichen. Ist im Nachhinein eigentlich eine schlechte Entscheidung gewesen, dass ich das nicht gleich auf YouTube gebracht habe. Denn das macht schon vieles einfacher, wenn man das hier nachgucken kann. Und auf Twitch ist das alles so umständlich irgendwie. Wer guckt sich da Videos großartig an? Das ist ja für mein Empfinden zumindest schon schlimm genug, da regelmäßig irgendwelche Livestreams zu verfolgen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber dann noch Videos, ich weiß nicht. Und naja, zum Glück habe ich relativ früh, wenn man das jetzt mal von heute aus sieht, festgestellt, dass es mit YouTube einfach besser geht. Beziehungsweise man musste ja dann eh Affiliate sein, um überhaupt auf Twitch noch Uploads tätigen zu können. Und deswegen war ich dazu ja mehr oder weniger verpflichtet, auf YouTube entsprechend umzuwechseln. Aber gut, ich würde sagen, dass ich mir definitiv bald wieder Gedanken machen muss zu League of Legends und wie ich das dieses Jahr gestalte. Es ist nicht mehr viel Zeit, wir haben jetzt schon wieder Mitte Dezember. Vielleicht wäre es ratsam, auf dem einen Laptop, den ich noch habe, das zu installieren. Da wusste ich halt immer nicht, ob das klappt. Weil der auch nicht ganz so leistungsfähig ist wie mein Hauptlaptop, aber da habe ich wiederum zu wenig Speicherplatz, den möchte ich nicht weiter belasten. Denn dieser Hauptlaptop ist schon in vielen anderen Bereichen im Einsatz regelmäßig und deswegen würde ich mal ganz gerne an der Idee festhalten, auf dem anderen Laptop das zu probieren. Ich meine, wenn es auch leckt, ist es ja nicht ganz so schlimm. Es darf nur nicht zu übertrieben sein. Allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, dass League of Legends da überhaupt nicht läuft. Also da kommt es im Prinzip mehr auf die Internetverbindung an. Die Grafik hält sich doch eigentlich in Grenzen. Ich glaube, die Anforderungen sind dafür nicht so hoch. Ansonsten finde ich auch immer mal hier solche Cobblestones von Leuten, die sich da eingebaut haben, vielleicht sogar mir, ich weiß gar nicht mehr. Die
die müssten wir alle entsprechend entfernen in der Welt. Hier hinten ist auch noch einer, wo ich mich einfach nur frage, wie ist das entstanden damals? Und ach so, hier geht's ja rein in so eine kleine Höhle. Hat das vielleicht einer von denjenigen hierher gesetzt, der später hinzugekommen ist ins Projekt? Das könnte ja gut sein. Damals sind einige nachgejoint. Wenn wir nur alleine an Eingepackt und Cheville denken. Und sonst sind ja hier die ganzen Fische, das ist gerade auch ganz cool. Eigentlich müsste ich mir auch mal diese Teile irgendwie züchten, dass ich die dann Blauhai und Blauwingard nennen kann oder so, das wäre doch was. Soll ich mal übrigens so ein Thumbnail bei Nacht machen? Ich glaube, das hätte auch was, denn in letzter Zeit hatten wir nicht so oft dergleichen. Ich hatte halt immer andere Einfälle und naja, ich meine, heute ist nicht viel passiert mal wieder. Außer, dass wir das ein oder andere an Holz geholt haben, was wohl noch nicht ausreichen wird aktuell, um zum Beispiel die Trapdoors weiterzumachen, die wir benötigen. Dafür bräuchte ich wahrscheinlich eine große Ladung an Schwarzeichenholz, das werde ich mir demnächst besorgen, sodass ich wirklich mal vorankomme und hier die ganzen Wege zupflastern kann damit. Mit Schwarzeichen kommen wir auch wesentlich schneller voran als mit dem jetzigen System. Normales Eichenholz ist ungeeignet für diese ganze Geschichte, da brauchen wir wahrscheinlich 20 Touren, dass wir das noch irgendwie hinkriegen. Aber gut, ich bin jetzt raus, danke fürs Zusehen und tschüss.